So, hallo hier meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Ja, ich denke mal, ihr wisst, was uns erwartet, was mich erwartet. Worauf ich überhaupt keinen Bock habe, aber hey. Ich hasse diesen Affen. Also gut, beim letzten Mal hat es gut funktioniert, die erste Phase. Also machen wir das jetzt, ziehen wir das jetzt durch. Phase 1 ist ja nicht das Problem. Ja, scheiße. Bis auf das. Wie gesagt, Phase 1 ist ja nicht das Problem. Ich muss einfach beide im Auge behalten. Ach, scheiße. So viel dazu. Ich trau dem Affen nicht. Weißt du, und er macht da hinten dann immer so random seinen Superschlag. Weg! Ich wollte gerade weg! Oh, ich hasse diese Tata. So. Oh! Fängt heute schon wieder echt gut an. Trink! Das war eine Sweep-Attacke. Na klar, er macht's gleich zweimal hintereinander. Warum auch nicht? Mann! Ey, ich krieg den anderen Scheißaffen nicht los. Das meine ich damit. Oh, scheiße. Mann, so. Oh, die Stadt. Wieso macht er den Scheiß immer dann, wenn ich gerade rankomme? Na, natürlich. Oh, fuck! Ey, krieg ich denn. Mann, dieser dumme zweite Affe, ey. Was soll ich denn gegen den machen? Der Blut. Das Schlimme. Boah, das. Ich krieg grad echt böse Anfälle. Okay. Ruhig. Alles gut. Bin mir halt echt nicht sicher.
Okay, ich heb mir mal ein, ich heb mir mal zwei Konfekte auf für die zweite Phase. So. Ach komm, ich. Zurück. Ich verbrauche jetzt noch kein Heilfläschchen. Ach komm, ich habe gedacht, ich hätte ihn. So. Oh shit! Okay, aber ich konnte ihm gut Schaden machen. So, erstmal kurz den Scheiß weg. Ich sehe nicht viel und ich sollte vielleicht aus der Scheißecke raus. Was? Ich konnte gerade das Ziel nicht wechseln. Komm, schlag zu. Ach ja, klar, dann kommt wieder die Sweep-Attacke. Die sind mir zu nah aneinander. Kann die aber auch nicht trennen irgendwie. Komm, schlag zu. Schlag zu! Toll. Du Affe. Im wahrsten Sinne. Ich würde gerne den anderen anvisieren. Danke. Andere macht mir da echt das Leben zur Hölle. Schade. Ist mal weg. Scheißwand. Komm schon, ich hab doch den anderen Scheißaffen gleich. Wenigstens ihn. Komm, schlag. Ja, natürlich, dann kommt er wieder von hinten angeschossen. So, jetzt aber, komm. Ja! So, schon mal ihn. Ja. Ach, und er hört dann auf.
Ah, wir kriegen zwei Gebetsperlen. Und er verschwindet dann einfach. Bleib bitte liegen. Das Ding lebt noch. Unsterblichkeit aufgehoben. Aha. Was? Verleihungs-Ninjutsu? Oh, alle Ninjutsu-Techniken. Cool. Okay. Diese Ninjutsu-Technik umhüllt eine Klinge mit dem Blut des Opfers und erhöht ihre Reichweite. Verbraucht Geistembleme. Ah, okay. Der Wolf entdeckt diese Technik, als er mit der sterblichen Klinge einen Gegner enthauptete und sich aus dem vergossenen Blut ein verfluchtes Schwert bildete. Dieses sieht der sterblichen Klinge zum ähnlich, kann aber keine Untoten töten. Ja. Ist halt so. Meine Fresse. Jetzt haben wir eine Erinnerung und noch eine Dings. Das ist krass. Sechste Gebetsperle. Maximale Vitalität und Haltung wurde erhöht. Danke. Und die Angriffskraft können wir auch nochmal steigern. Ja, jetzt geht's aber richtig voran hier. Alter. Angriffskraft von 7. Vitalität 16. Das ist echt gut. Ich bin wirklich gerade sehr froh, dass das so gut funktioniert hat. In Anführungsstrichen gut funktioniert. Oh, ich war trotzdem so ultra pissig. So, jetzt muss ich mich aber kurz fassen. So. Wohin jetzt? Okay, wir haben den kopflosen Affen. Haben wir besiegt. Wir haben die Schlange. Wir haben beide Herzen. Bleibt ja eigentlich nur noch die Nonne. Aber ich würde gerne mal... Dort... Ich würde gerne noch mal zu Ishin. Einfach nur... Weil ich erstens ja jetzt die sterbliche Klinge habe. Mal sehen, was er dazu sagt. Und zweitens haben wir noch eine Menge Alkohol in petto, was wir ja unserem Bildhauerfreund nicht mehr geben können. Aber wir können Ishin noch welchen geben. Deswegen möchte ich das gerne ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwas gibt. Aber man kann es zumindest mal probieren. So, der Turm von Ishin müsste der da sein, richtig? Nee, warte mal. Doch. Wenn er noch dort ist, ich weiß es nicht. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Sorenga-Fushigiri-ka. Sekiro. Nuke-nu-to-wa. Okno-in-no-miko-ga-yu-ni-wa. Fushigiri-wa. Nuita-mono-ni-shi-o-motaras-katana. Onushi-no-yona-mono-de-nakereba-atsukae-nu-shiro-mono-ga. Fushigiri-o-nuki. その赤き刃を見た時、私も一度死にました。うん、そうか。赤き刃がな。ノー、セキロ。不思議があれば、本来死なぬ者をも殺すことができる。誠恐るべき刀じゃ。そうは思わぬか。 何がおっしゃりたい？その刀がお主の手中にある。
何を切るかよく見定めてから抜くことじゃ。 Aha. Ashina Sake. Sake. Oh, Kinga Kikuna. Dore. Yui Sakija. Kachi Xano Tokiwa. Koste Nonda Monoyo. Ashina Shu no Minadena. Kunitori Xano. Ashina Shu. ははははは、国取りか。取られたものを取り返したまでよ。それはもともとこのアシナは我らアシナ州が暮らす地じゃった。源から流れ出ずる水、それをこよなく愛する民じゃ。 故に酒もうまい。じゃが我らは異端、そして弱い民じゃった。当然二蹂躙され服従を強いられた。ずっと長い年月な、源の水を祀ることすら許されぬ。<笑>そのざまでは うまい酒を飲んでも誠には酔えぬ。だが世が乱れた。ああ、日の元の乱れがこの人質に耐えぬ戦の炎がひとたびは好機となり国取りを果たした。だが今は七にある。 Mal gucken, was passiert, wenn wir ihm mal ein bisschen schlechteren Sarg geben. Kore, Onushi, washi no yatta sake o washi ni nome to iu no ka. Kini itta. Orau. やはりこれじゃ。時に、お主、源一郎はどうじゃった。どう、と、刃を交えたのじゃろ。ただ強かった。そして、異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。<笑>それはの。 源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは、巴。あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。 Interessant. Könnten ihn noch mal welchen anbieten. Aber ich biete ihm mal Affenschnaps an. Mal gucken, was er dazu sagt. Sake. Oh, Sekiro. Kinga Kikuno. Oh. 猿酒ではないか。火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか。知りません。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。 昔、わしは、修羅を、いや、修羅のごときものを斬ったことがある。それは一体。
切り続けたものはやがて修羅となる。何のために切っていたか、それすら忘れ、ただ切る喜びのみに心を囚われるのじゃ。うん、お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに切られぬよう肝に銘じろ。はっ。Jetzt haben wir ihm allen Sake angeboten, den wir auf Petto hatten. Also wir haben noch einmal Unkultivierten, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er dasselbe sagt. Na okay, wir können ihm keinen mehr anbieten. Okay, dann haben wir das also auch mal gemacht. Interessant, das mit dem Sake. Diese Tatsache, dass man ein bisschen Hintergrundinformationen halt noch kriegt, wenn man, ja, einfach Sake teilt mit Leuten. Das finde ich eigentlich ganz schön. So, jetzt aber erst nochmal kurz Hallo sagen. Alkohol anbieten? Ja, komm. Ein Schluck, ja, ja. Nanika. Nanika, hanashite kudasai. Hitotsu kikitai. Hai. Ken no shi wa dare da? Ken. Watashi wa kusushi desu yo. Dare da? Isshin sama desu. Desu ga, honno tashinami desu. お主の剣技、とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ。人は切りません。人は切らぬ。はい。人を切りたいなどは露ほども。ただ鬼など出れば切りたいと思っています。鬼。本気に取らないでください。ほんのざれ事です。Sollen wir ihr mal so den richtig starken Schnaps anbieten? Mal gucken, was er dann sagt. Sake wo. Ara, kore wa. Saru sake de wa arimasen ka? Nani ga okashii no da? Masu wa itadakimasu ne. そう、お猿。私は猿には何かと縁深いのです。猿と？はい。何せ私は猿に拾われた子です。信じていませんね。幼き日、戦場後に一人。私は呆然と立っていました。何も泣くことも怒ることもできず、ただ呆然と。そうしたら猿が握り飯を食っていた。猿がか。はい、それはうまそうに恨めしいと思いました。そうしたら今度は猿が握り飯をくれたのです。とてもうまかった。親切な猿だ。まことに親切な猿でした。 War das aber nicht War das nicht Ishin, der sie gerettet hatte? ではまた。 Naja. Oh, jetzt hat er sich's gemütlich gemacht. Miko-sama, Koro no nokori ga o
嗅いでみました。おお、そうか。どうじゃった？はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした、狼？あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか？おそらくは。ですが、思い出せません。そういえば、エマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。Könnte eine Spur sein. Aber woher sollte er es kennen? Ein Geruch, den er kannte. Aus der Vergangenheit? Oder irgendwas, was wir gesehen haben. Ich weiß es nicht. Okami, その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。先方寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの留飲を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの留飲、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか？はい、多くの落ちの巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。留飲はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。Interessant, wie er das sagt. So, wir gucken noch mal. Was hat er noch irgendwas zu sagen? 戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。Über den Sakura-Baum. 香炉に残っておったのは桜の木のように思う。じゃが、普通の桜ではないようだ。エマ殿ならば、城の裏手に咲いていた桜のこと、何か知っておるかもしれぬぞ。Stimmt. Stimmt. Jetzt wohl, ja. 行くか、狼よ。Ganz am Anfang, da wo der Genjiro uns den Arm abgesäbelt hat.Da war eine Wiese mit einem... Ups. Da war eine Wiese mit einem Sakura-Baum. Vielleicht kriegen wir ja den Schlüssel dann für die Tür oder so. Stimmt ja, da war ich ja schon ewig nicht mehr nachprüfen, weil die Tür halt einfach zu war. Ha. Ist auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. So, was ich allerdings nochmal machen wollte...Ich wollte die Kiste vielleicht abgeben. Ich weiß nicht, was passiert. Aber Kurosama sagt ja selber, wir müssen immer die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen. Und da wir jetzt beide Reis abgegeben haben, ich meine, wir haben die sterbliche Klinge. Theoretisch brauchen wir sie nicht mehr, auch wenn es komisch klingt.巫女の忍び、お待ちしていました。受け取れ。それは？お主に渡してくれと頼まれた。ありがとうございます。受け取ります。どうした？
私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのです。え？また Ich kann nicht anders, als sie zu verachten. Ja, wir haben es abgegeben. Bin mir nicht sicher. Irgendwas ist merkwürdig passiert. Ich will nochmal testen, was passiert, wenn wir jetzt nochmal mit ihr quatschen. Mikono Shinobi, omatsu shite ima. Ich kann nur um Reis bitten. Ich nehme trotzdem noch ein bisschen Reis mal mit, man weiß nie. Okay, merkwürdig. Vor allem, weil der alte Mann ist ja auch nicht mehr da. Halt, Moment. Hier ist Wasser. Vielleicht ein Koi? Nee, dafür ist das Wasser nicht tief genug. Ah, schade. Schade, schade. Ich hatte gehofft, hier ist noch ein Koi. Sagt, es fehlen eigentlich nur noch zwei, dann kann ich mir diese Schrift holen. Ah, das ärgert mich. Gut, da haben wir alles erledigt. Im versunkenen Tal, da fehlt jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Ich glaube nicht, dass wir die zweite Schlange umbringen können. Giftbecken. Nun gut. Mal sehen, wie es weitergeht im nächsten Part. Ich meine, wir haben immer noch die verdammte Nonne, die wir besiegen müssen. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so schwarz. Also wir haben noch Wege, die wir gehen können. Und mit Emma können wir auch noch reden. Ich behalte das mal im Hinterkopf und sage erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part bei Sekiro.